mit der Brille auf der Nase siehst du aus wie ein Pappchinese. Chinese. Ich war letztens im Streichelzoo. Das war scheiße. Wer hat dich gestreichelt? Keiner. Guck mal, also weißt du, dass ich eigentlich im Gefängnis sitze hier? Ich sitze schon hier. Ich habe Hausarrest und habe jetzt auch schon die richtige Sträflingskleidung gekriegt. Das ist ja sträflich. Ja. Ach, guck mal an. Kamera. Da, guck mal, da sind sie wieder. Hallo Bockheide, da sind wir wieder. Der Matze und? Der Lutze. Ja, wie immer vor der Kamera, weil wir nichts zu sagen haben. Aber wir versuchen es jedenfalls. Ach, wie stöhnst du denn so? Okay. Schnee ist alle. Also war eine ganze Woche Schnee, war cool. Skifahren gewesen. Kommen wir nochmal zu. Gibt es noch ein Thema dafür? Skifahren? Ich war nicht Skifahren. Und du bringst jetzt den Frühling, oder wie? Ich wollte Skifahren, aber es war keiner, der mich da auf den Berg hochgezogen hat und runtergeschubst hat. Will diese Kinder selber da, oder was? Nee. Also das geht ja auch nicht. Also kannst du die selber nicht fertig gemacht haben. Finde ich ja unmöglich. Ja. Gruß der Woche. Heute von? Enrico. Aber Enrico. Lass mal ihn selber reden. Sag mal was, Enrico. Ich grüße hiermit meine Mädels, die im Boden meist zur Kur sind. Wünsche euch noch ein paar schöne Tage, erholt euch gut und ich freue mich, wenn ihr wieder da seid. Ciao und viel Spaß noch beim Zuschauen. Ja, Boden, wir grüßen natürlich auch. Ne? Boden meist, das ist ja hier im Bayerischen Wald, das ist ja am Ende der Welt. Das ist ja Ausland, ne? Ausland, ja, das ist hinter der Grenze. Da muss man da aber einen Übersetzer mit haben, glaube ich, ne? Mhm. Versteht man die? Ja, muss man nur sagen, ja, Mai, dann ist alles gut. Mai? Wieso Mai? Ist doch erstmal Februar. Ja, aber das ist ja perspektivisch, vorausschauend. Das ist doch Englisch. Your Mai, dein Mai. Jo? Jo? Hast du gesagt Your Mai? Na, die sprechen das ja auch nicht. Sprechen wie die Engländer oder die Amerikaner mit einer Kartoffel im Mund, oder? Hm? Okay. Ja, und jetzt kommen wir zum Waldbad. Anbaden angesagt oder was hast du zu sagen dazu? Nein, und ich würde auch nicht aufs Eis gehen, weil das ist nicht dick genug. Da ist nämlich eine richtige Schneepackung drauf gewesen und dann friert das auch bei diesen eigentlich schönen, tiefkalten Wetterlagen nicht mehr durch. Und da wir da drinnen eh kein Schlittschuhlaufen machen dürfen, dieses Jahr haben wir es einfach so gelassen. Und in der Woche passiert da jetzt auch etwas anderes als Frost, kommen aber beim Wetter zu. Ansonsten, der Waldbad-Vorstand grüßt herzlich alle Vereinsmitglieder. Wir versuchen auch in diesem Jahr alles möglich zu machen, das Bad regulär zu öffnen und das natürlich auch schon ab Mai. Gucken wir mal, wie es aussieht mit diesen ganzen komischen Indizes bei diesem schönen Virus. Und ansonsten läuft alles bei uns wie jedes Jahr auch. Wir haben noch keine Termine für Veranstaltungen so wirklich. Wir haben zwar ein paar Termine gemacht, die haben sich teilweise schon wieder überholt. Und Thema Arbeitseinsätze werden wir uns auch erst zusammensetzen können oder einen Termin machen können, wenn wir wissen, dass wir das machen dürfen. Ansonsten, da es ja Vereinsbetrieb ist, die Beiträge sind natürlich trotzdem fällig für den Verein und wir bitten natürlich auch die Überweisenden, das zu tun. Das ist auch schon angelaufen. Die ersten haben schon überwiesen, die ersten Mitglieder. Und auch im März irgendwann wird der reguläre Buchungslauf der Mitgliedsbeiträge. Auch du. MitgliederInnen. Brutus. Mitgliedernde, so Schluss hier. weil wir schon mal beim Wetter gleich noch waren, wir bleiben mal noch beim Wetter, ne? Der Volker hat uns ein paar Bilder geschickt über den Loipenzustandsbericht. Volker macht nicht nur im Sommer Triathlon, hier mal so nebenbei und auf die Schnelle. Der ist auch, was hat er geschrieben? 34 Kilometer hat er hier Loipe gezogen durch den Wald mittlerweile. Und du blendest ja hier gerade die Fotos ein, wie das so aussieht. Und auf dem einen Foto sieht man auch genau, dass er sich da so ein bisschen geärgert hat. Nämlich, dass wahrscheinlich Wanderer und Langläufer sich nicht ganz so doll verstehen oder vielleicht auch die Wanderer nicht verstehen, was es für eine Mühe macht, so eine Loipe zu machen. Und wenn hier alle 10 Jahre schon mal Schnee liegt, haben natürlich die Langläufer, du natürlich auch, ja. Hast du ja auch gesehen. Ich war auch Langlaufen. Auch den Spaß, wenn so eine gezogene Loipe dann auch noch schön da ist. Aber leider wurde sie durch Wanderer etc. doch ganz schön zertrampelt. Und das ist dann ein bisschen schade. Also habt ein bisschen mehr Respekt voreinander. Und, einfach nicht in den gezogenen Skispuren laufen. Allerdings wundert mich auch, wie viele Fahrzeuge im Wald unterwegs sind, weil da waren ja nicht nur Trampelspuren, sondern auch Reifenspuren im Wald unterwegs. Das macht bestimmt alles Spaß, aber Skifahren macht eigentlich auch Spaß. Meinst du, war die Leute? Die Loipenmaschine. Ja, aber die war so breit, ich habe die Beine nicht so weit auseinandergekriegt. Bei den Autoreifen. Ja, ist ein bisschen doof für Skifahrer, wenn dann die Loipen, also es rutscht sich halt mit Loipen besser, muss man mal so sagen. Ich weiß, der eine oder andere will natürlich dann nicht durch den Tiefschnee. Bei 20 Zentimetern kann man ja fast von Tiefschnee reden. Seit 13 Jahren war, glaube ich, das letzte Mal so richtig Schnee, wo man das ausnutzen konnte. 2013. Aber
einfach daneben laufen, das klappt schon. Ich bewege mich ja, ich kam gar nicht dazu, so eine Loipe zu sehen. Ich bewege mich, glaube ich, gar nicht mehr. Hey, du hättest ja mal mitkommen können, ich hätte dich gerne mal eingeladen. Ja, in Schnee wohnen hättest du mich gerne. Ja. Und weil wir noch beim Schnee waren, bleiben wir gleich nochmal beim Schnee. Und zwar hopfen wir mal 60 Jahre zurück. 61 Jahre zurück. Denn wir hätten jetzt ein Suchbild. Wollen wir das erste Bild hier als Suchbild mal stehen lassen kurz? Und zwar hier ein Suchbild und ihr könnt uns gerne in den Kommentar reinschreiben, wo das ist und wo ihr vermutet, wo das ist. Und bei unserer nächsten Glühweinparty geben wir da natürlich auch gerne Glühwein für die richtige Lösung aus. Du meinst, wir kommen gut drum rum oder so, wie es weitergeht? Ich weil wenn mir echt. Na komm, man muss auch Ziele haben. Und hier so auf dem nächsten Bild hier sieht man übrigens ganz schön den alten Konsum. Den alten Konsum und im Hintergrund das Gemeindehaus. Das ist übrigens alles Borgheide, ja. Alles Borgheide, wir kommen mal gleich noch zu, wo das herkam. Und auf dem nächsten Bild sehen wir hier das alte Gemeindehaus mit der Werbetafel der Nationalen Front, ja, in Knallrot. Und auch zum Schluss hier, guck mal, Hauptstraße. Hauptstraße mit die schönen Kopfsteinpflaster, siehst du da? Mhm. Und hinten rechts Fliegerheim. Hast du nicht Suchbild gemerkt? Ach, das war ja nicht das Suchbild. Nein, das war das erste. Das war nicht das Suchbild, alles klar. Das war das Fliegerheim, hinten rechts und links nochmal das Gemeindehaus. Und, oder hat man das Bild schon? Und hier nochmal der Bahnhof, guck mal. Mit einer Person sogar. Guck mal, wie leer das da ist. So, herzlichen Dank an Markus. Markus Krieger, der die Dias von seinem Papa durchflöht hat und mir die Woche mal so ein paar historische Eindrücke rübergeschickt hat. Richtig interessant. Da muss aber auch Hausarrest gewesen sein. Ist kaum jemand zu sehen. Die wollten alle nicht schneefegen. Ach, und apropos Schneefegen, hat man gesehen hier auf dem Bild Richtung Fliegerheim. Da ist natürlich der Winterdienst, den gab es damals noch nicht. Also der funktioniert heute besser. So seht ihr doch. So. Und alles andere in Borgheide, außer diesen Hauptwegen, ist leider Privatkram. Genau, so, dann bleiben wir noch in diesem Jahr. Wir nehmen das hier jetzt, komm, wir nehmen das Thema jetzt hier. Was? Jerusalem! Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sagen darf. Darf man das sagen? Wir wollten ja heute eigentlich für euch tanzen. Genau, wir wollten alles vorbereitet. Skistöcker und Skimützen. Und die Wäsche hatten wir schon richtig an. Ja. Und dann haben wir noch einen Bericht gefunden im Internet. Hast einen Bericht gefunden? Findet man überall bei Focus und so und so irgendwo. Die Firma Warner Music gerade drauf und dran ist, alle, die so ein Video im Internet geteilt haben und die da ihre Tanzperformances gemacht haben für die Helfer in der Corona-Krise, nämlich für alle Pflegedienste, Krankenhäuser, Polizisten, Feuerwehren etc., die sind jetzt mal ganz schön, darf man das sagen, am Arsch. Ja, die kassieren sie einfach ab, rotzfrech. Da kommen jetzt die Abmahnanwälte. Und da geht gleich ein paar tausend Euro mal flöten. Und das ist in Nordrhein-Westfalen, hat das Innenministerium schon die Kosten für Polizeidienststellen und so weiter für die betroffenen Polizeidienststellen übernommen. Feuerwehren und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, so eine freiwillige Feuerwehr kriegt da mal so locker, flockig so 4.000 Euro Rechnung auf den Tisch geballert, wenn sie da mitgemacht haben bei Jerusalem. Da muss ich mal sagen, eigentlich finde ich das ja schon ein bisschen spitz. Ich meine, recht hin, recht her, aber wir sind ja alle in irgendeinem Ausnahmezustand. Aber ich glaube so, wenn es um Geld geht, dann interessiert auch so ein Ausnahmezustand nicht mehr. Dann geht es auch so. Also passt auf zum Thema Urheberrechtsverletzung. Also ihr solltet das lieber sein lassen, bevor das nach hinten losgeht. Wir hätten ja so gerne. Wir hatten schon schöne, tolle Unterwäsche gehabt für den Tanz. Auch vorbereitet mit, richtig? Genau, richtig, aber wir dürfen ja nicht. Oder wir haben das Geld nicht dafür. Schade. Ja. Jo, und dann haben wir noch ein Thema. 100 Jahre. 2021 haben wir dieses Jahr. Willst du nochmal die Knatterkiste zeigen? Willst du nochmal durchs Bild fahren lassen? Wir lassen ihn mal laufen. Los. Ab geht da. Tut immer noch ein Ohr weh, wenn er da so vorbeifällt. Geil, oder? Gerade mobil, 100 Jahre auf der AWUS gewesen. Vor 100 Jahren haben die gestanden auf der AWUS und sind Rennen gefahren. Genau. Und haben gewonnen. Ich hoffe, dass wir das Auto dieses Jahr nochmal zu sehen kriegen. Das schauen wir. Wir müssen nochmal mit Rudi schwatzen. Rudi geht es ja hoffentlich noch gut. Rudi, schöne Grüße nach Dresden, falls du uns hier hörst und siehst. Meld dich mal bei uns. Vielleicht können wir das Fahrzeug ja nochmal fahren lassen hier durch Borgheide. Jo. Mit dir als Kühlerfigur.
Das wird ein Film. Okay. Sind wir eigentlich soweit durch? Matze, du hast gesagt, es ist jetzt Ende, Allende. Wir dürfen nicht mehr mit Schnee handeln. Ach, ein bisschen wird aber uns noch erhalten bleiben, weil die Temperaturen ja nachts so um die 2 bis 3 Grad, wahrscheinlich hier um 1 Grad liegen und tagsüber, aber doch teilweise bis auf 8. Man redet ja schon von gefühlten 20 Grad. Also hier kommt ein schöner lauer Wind vorbei. 5, 6 Grad hier, guck mal. Ja, bis 10 Grad. Nachts. Am Sonntag bis auf 10 Grad. Also das fühlt sich dann wahrscheinlich nach dieser Frostwoche mit, also mein eines Thermometer hat 16 Grad gezeigt. Das war aber wahrscheinlich nicht so ganz 16,5 minus. Also um die 14, 15 hatten wir definitiv die Woche Nachtfrost. Das war schon ganz schön heftig. Also jetzt Entspannung für die Heizung angekündigt in dieser Woche. Es ist nicht mehr ganz so kalt. Niederschläge haben wir. Na, heute 18 Uhr. Wir müssen mal gucken, ob das klappt. Es soll schneien. Es soll schneien heute Abend noch mal bei uns. Aber eigentlich kann man es vergessen. Aber auch nur im Bereich von 2, also das wären ein paar Zentimeterchen höchstens, also 2, 3 oder so. Mehr wären es, glaube ich, nicht. Und Freitag ist noch mal ein bisschen Niederschlag angesagt, nach jetzigem Blick. Ja, aber passieren kann es ja immer, wenn es bewölkt ist, dass da mal was runterfällt. Na, Hauptsache, es gibt keinen so richtigen Glatteis oder so, ja, so warm werden. Es ist ja im Nordrhein-Westfälischen gerade Unwetterwarnung und dieser Regen kommt natürlich auch, oder diese Wetterlage dann zu uns. Und wenn das hier alles auftaut, kann natürlich die eine oder andere Ecke auch mal plötzlich glatt werden. Gut. Da passt er einfach auf. Hast du fein gesagt. Ja. Ansonsten können wir Schlittschuh fahren auf der Friedrich. Engelstraße. Oh, die Nebenstraßen sind teilweise ganz schön glatt. Auch hinken ja noch. Wenn du da in den Fahrspuren läufst, kannst du auch die Schlittschuhe anziehen. Ja? Okay, haben wir uns wieder über den Film gerettet? Über die Zeit. Über die Zeit? Wir hatten gar keinen anderen Film heute, ne? So großartig. Nö, ist aber okay. Wir hatten 2 Filme. Stimmt, ja. Einen neuen und einen alten. Und dritten von uns. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Bleibt bis dahin schön gesund. Brecht euch nicht die Knochen, wenn es glatt werden sollte. Und freut euch auf die Winterklamotten einmotten und die Skier gleich wegpacken, einmotten. Vorbei, Badesaison fängt ab nächste Woche Montag an. Oder wie war das gleich? Ach nee, okay, dann noch nicht. Aber ich habe was von 17 Grad. Ich habe mir mal die 16 Tage Vorschau. Ah, die neue Zahl heißt auch 35. Das ist jetzt alles 35. 35? Ja. Nee, da kommt noch 5 jetzt. Jetzt ist erstmal 35. Okay. Plan. Wenn man keinen Plan hat, muss man einfach die Zahlen verändern. Wir sind lieber ruhig jetzt. Wie immer hier vor der Kamera. Matze und? Lutze und tschüss. Tschüss.